Erhöht die Schadensreduktion. Die goldene Krähe. Hä? Der goldenen Sonnenkrähe. Ach, das ist die goldene Sonnenkrähe. Eines der besten Sachen im Spiel und das ist nicht gelogen. Ich glaube, das lasse ich dann einfach. Und dann hast du alles auf maximal gemacht, ja? Also das. Nur das? Beim Überleben oder hast du noch was anderes gelevelt? Weil ich bin fast maximal. Oder hast du das alles voll gemacht? Und die Resistenz. Was ist denn die Resistenz? Steigende Wut, Atemzug, spirituelles Erwachen. Wo sind denn... Wo sind denn die Resistenzen? Ich könnte halt theoretisch hier das einfach rausnehmen. Maybe. Ich hatte Verteidigung und die Flüche, weiß aber nicht, was alles reinzählt. Oh. Ist es das hier mit diesen Talentstufen, die Dauer der Effekt? Nee, das ist das nicht, ne? Verteidigung. Gab es nicht auch eine... Aber ich weiß nicht, ob man sich mit einer Verwandlung da dann festhalten kann, oder? Ich glaube, das geht nicht. Ist das hier mit den vier Flüchen Erduldung, diese vier Flüche Resistenz? Sind das die Resistenzen für Feuer und so? Oder sind das meine vier Flüche, die ich besitze? Die normalen, die nur einen Angriff machen, haben ja auch passive Fähigkeiten. Ah, das meinst du ja. Das kann ich mit reinmachen. Stimmt. Aber hier bei denen jetzt, diese vier Flüche Resistenzen sind Blitz, Frost, Feuer... Und Gift, oder? Oder auch noch was anderes? Damit ist das gemeint, oder? Jede Talentstufe verkürzt die Dauer von Effekten der vier Flüche. Weil das bedeutet wieder vier Flüche, die Dauer, aber das verkürzt. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich hatte da reingeskillt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das braucht. Okay. So. Das nehme ich jetzt. Lebensraum oder sowas.
Ich brauche halt irgendwie. Ich weiß es. Nee, glaube ich, weiß ich nicht. Okay, wir müssen mal kurz. Verringert die Ausdauerkosten. Verringert Mana-Kosten. Erhöht. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Rabe! Grüß dich! Erhöht den Brandschaden und die Brandresistenz moderat. Erhöht das maximale Leben beträchtlich, verringert aber die Ausdauer. Ausdauer, Schadensreduktion, Diener, Mana, Gift- und Frostschaden. Wir brauchen ja theoretisch Resistenz. Obwohl das oben mit dem Leben war auch schon strong. Schadensreduktion, Brandschaden. Das ist aber das, was wir machen. Aufladegeschwindigkeit. Kleine Menge Leben wieder her. Kleine Menge Leben. Hier. Verteidigung. Verlangsamt Machtverfall. Erhöht die Ausdauer. Erhöht den Giftschaden. Die Frostresistenz. Angriffe. Brandresistenz. Moderat. Moderat ist besser als. Als moderat. Brandresistenz. Fokus, Wirbelwind, Ausdauer, erhöht den Angriff. Feuerschutzkram oder Leben, denke ich. Den hatte ich, den mit den vielen Beinen. Erst halt die Frage, ob mein Leben dafür ausreicht, ne? Dass wir dann halt hier noch in. Das ist aber auch jetzt so useless, jetzt theoretisch irgendwen random dann zu leveln. Nur damit man den dann jetzt theoretisch. Da gibt es noch sowas. Geil, oh. Aber da verkaufe ich die Sachen. Ihr habt ja gesagt, die Sachen kann man hier verkaufen, ne? Ja, einfach versuchen. Ich finde es halt nur so ein bisschen schade. Das Spiel nötigt dich jetzt theoretisch, Sachen nochmal in irgendeiner Art und Weise halt zu kaufen und zu verkaufen und so, was einfach unfassbar dumm ist. Damit moin, wie geht's so? Ganz gut. Ich hoffe dir auch. Wir sind gerade ein bisschen einem Rätsel auf der Spur. Goldbaumkern. Entfernt bei Verwendung sofort den Zustand verbrannt und erhöht die Brandresistenz für kurze Zeit. Körperkühlende Pulver. Okay. Ey, das kotzt mich schon so an, ne? Ich war so zufrieden mit meinen Sachen. Jetzt ist alles wieder umgeskillt. Endlich mal wieder fit. Hast gut geschlafen? So, kein Zufall, dass es da verkauft wird. Ah, okay, ich habe eh kein Geld. So, jetzt muss ich mal überlegen. Diese Kügelchen. Also ich muss auf jeden Fall die mit dem Leben nehmen. Brandresistenz. Schadensreduktion.
Boah, ich hoffe, das klappt, ne? Wenn das jetzt nicht klappt, Leute. Die Grille müsste jetzt auch theoretisch stillstehen. Warum? Warum steht die jetzt still? Und vor allen Dingen wo? Du schaffst das. Ich hoffe. Aber Gul'dan, gibt es dann hier jetzt noch mehr zu entdecken? Oder, also klar, dieses Nilpferd da noch anscheinend, dieser Boss. Und das war's doch dann, ne? Dann müsste ich doch theoretisch eigentlich alles entdeckt haben, oder? Gibt einen Haufen Bosse hier. Naja, eine Handvoll jetzt, ne? Ist jetzt hier schon verkackt? Oder brauche ich hier gar nicht teilnehmen mehr? Es sind noch welche. Echt? Ich habe auch so eine komische Höhle gefunden. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der machen muss. Bin mal eben deine Raupe. Mach das, Rabe. Also ihr könnt mich gerne dann zu den Bossen leiten, ne? Also da könnt ihr gerne spoilern. Ah, jetzt als Hauptboss. So, und jetzt? Ah, mein Leben geht deutlich langsamer runter als vorhin. You're all the more like Wukong. Just don't prance around with your might as he did. That monkey's got a stash of treasures. I'll scout around some more. Okay, jetzt habe ich das goldene Fangschweifkrone. Großartig, großartig. Aber das Lustige ist, die sieht man bei mir nicht, weil ich das ausgeblendet habe. Aber 60-30. Die ist aber schon besser als meine. Na komm, weil ihr das seid, Leute. Weil ihr es seid. Oh mein Gott, das sieht aber echt cool aus mit den Faunfedern da drauf. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum man das jetzt von einer Grille hat und nicht von einem Pfau. So. Setbonus ist gut. Es gibt doch einen Setbonus. Ich hab's doch gesagt, Leute. Ich hab's doch gesagt, es gibt einen Setbonus. Aber muss man den benutzen? Ist der für alle Sachen da? Also gibt's bei allen einen Setbonus? Weil ich habe ja jetzt theoretisch Beinschienen, das Stierkinn, Beinschienen. Ich fand immer, dass es gut aussieht. Wie Fühler halt vom Insekt. Ja, aber das sind Faunfedern. Also das sind Federn von einem Pfau. Von so einem Vogel. Also sind keine Insektenfühler. Guck doch, was der kann. Dann siehst du es auch.
Wie? Was soll ich gucken, was wer kann? Goldene Fangschweifkrone? Grillenfedern sind das? Das sieht man doch. Ja, natürlich. Grillenfedern. Also ich habe zum Beispiel auch die Rüstung hier. Aber die hat weniger Verteidigung. Darum, also den würde ich anlassen, weil der macht mehr als das, was ich hatte. Kritische Trefferchance. Aber hier steht nicht, dass man einen Set-Bonus bekommt, wenn man alles anhat. Weil theoretisch hätte ich ja dann vom Stierkönig. Ich habe keinen Hut vom Stierkönig gekriegt. Das ist mal geschrieben mit dem Bonus. Pff. Ah, da steht doch eine Zahl, wie viele... Ach, wirklich? Warte, habe ich nicht gesehen. Wo steht da eine Zahl? Drei und fünf. Wo? Wo siehst du das? Aber nee. Das kann aber nicht sein. Du kannst ja keine fünf Rüstungssets anziehen. Oder ist sozusagen der fünfte ein Bonus, wenn du alle vier Teile trägst? Ah, okay. Ach, darum habe ich das auch noch nicht, weil ich das vierte nicht habe. Aber das Schlimme ist, ich habe von dem keinen Helm. Deaktiviert perfekte Ausweichmanöver, verleiht jedoch bei weniger als 50% Leben Standhaftigkeit. Und Wolfsgebiet, danke fürs Wasser trinken. Prost! Jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist halt die Frage, schafft man die Bosse auch ohne, dass man das hat? Bestimmt wieder nicht. Könnte ich mir denken. Fuckt mich jetzt schon ab. Das erinnert dich an STO mit den Ausrüstungsbonis. Ja, ich hab das schon wahrgenommen, aber ich hatte das jetzt nicht so als Rüstungssets im Kopf. Irgendwie, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen Wischiwaschi. Kannst alles schaffen ohne Set, aber ist halt dann leichter. Shame! Okay, mir fehlen 3 Punkte. Irgendwo hatte ich einen Punkt drin. Kannst jetzt auf jeden Fall wieder skillen, wie du magst. Ey, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dann habt ihr gesagt, es gibt noch einen Nilpferd-Boss. Also, ich habe schon einen Frosch. Ich habe das Rentier. Ich habe 2 Steine. Und das Nilpferd dann. Sprich, war es das dann? Ach, 5 ist vielleicht der Stab. Ah, das kann sein, Jonathan. Du bist ja klug.
Aber waren das dann die Bosse und dann halt noch die Grille? Gibt noch mehr. Wo denn noch? Ich war zum Beispiel auch in dieser einen Höhle. Da konnte ich nichts machen beim Wasserfall. Heavy Hippo Boss. Ah ja, das goldene Nashorn. Das habe ich ja auch schon gemacht. Stimmt. Das goldene Nashorn. Das habe ich schon ganz vergessen wieder. Weil es so ein toller Bosskampf war. Dass ich das einfach wieder vergessen habe. Okay, da gibt es 6 Sachen anscheinend. Gottesanbeterin habe ich noch nicht gefunden. Da musst du mir mal helfen, wo die ist. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber hier fliegt man echt scheiße lang immerhin, ne? Okay, wie kommt das Vieh jetzt hier aus dem Wasser? Oh mein Gott! Oh, Rabe, du Verrückter, ey. Alter Schwede, jetzt bin ich mir fast in die Hose gepullert. Lauf mal hin zu den Fiedern? Ins Wasser? Aber ich hab doch Angst im Wasser. Oh, das ist ja gar nicht so tief. Hallo. Oh nein, ich habe meinen falschen dabei. Cool, da habe ich richtig viel Damage mitgemacht jetzt. Ach, es ist schon wieder Curse. Hallo? Oh, ich habe voll die falschen Tasten gerade gedrückt. Also was mich tatsächlich am meisten nervt bei den Bossen ist, dass sie immer abhauen. Und damit meine ich nicht das hier. Der hat mich trotzdem gekriegt, obwohl ich unsichtbar war. Hä? Warum bin ich jetzt so super langsam? Feigling. Guck mal, wie ist das Wasser kommt, so ein blödes Arschloch. Ich bin stuck. Ich kann es nicht aufs Land locken, weil ihr werdet es nicht glauben, es ist Alpha-Wand. Es ist einfach Alpha-Wand. Ich habe schon ein paar Sachen gekriegt. Also ich habe halt das Kopfteil gekriegt. Ich habe das gekriegt, den Umhang. Ah ne, warte. Den Umhang habe ich gekriegt. Ich habe die Beine gekriegt. Lotus seine Wolkentreter.
Mir fehlen theoretisch nur noch die Arme. Nee, die Arme fehlen mir noch. Wo ist die Gottesbilderin? Sag mal, Gudan. Ein Hirsch war noch. Ein Hirsch? Aber du meinst nicht das Rentier. Das habe ich schon. Und Rabe WB, schön, dass du wieder da bist. Hast du besser geschlafen die letzten Tage? Oder gestern vielmehr. Ein Geweihtier. Na, ist das so ein Rentier, oder? Der halt so Frost machte. Den habe ich schon. Aber die Gottesanbeterin, die hatte ich noch nicht. Wo ist die? Oder ist die oben beim Wasserfall? Eventuell. Oder soll ich mal da zu diesem komischen Baum gehen? Der sieht auch irgendwie verlockend aus. Guck mal, da leuchtet es jetzt voll doll. Das hat er vorhin da nicht so geleuchtet, oder? Das macht jetzt auch so komische Klimpergeräusche. Hier ist ein Schrein. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Irgendwo am Wasser war die, aber nicht oben. Hallo? So ein Reh mit Greifenkopf? Den haben wir schon, ja. Den haben wir tatsächlich schon. Ja, das war ein blödes Schwein, Alter. Gottesanbeterin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich glaube, ich habe sie gefunden, Leute. Sie ist tot. Lecky Schmecky. Oh, ich habe schon wieder den anderen noch ausgerüstet. Was hilft am besten gegen eine Gottesanbeterin? Feuer! Hä, warum bin ich wieder zurück? Ah, darum, wegen einer Videosequenz bin ich wieder zurück. Cool. Geil, dafür habe ich jetzt meine Attacke verschwendet. Nice. Das ist doch immer lächerlich. Also, sorry.
Das ist unfassbar dumm. Das ist, also das ist wirklich... Das ist... Ich muss mich so zusammenreißen, aber ohne Scheiß, das ist einfach No-Go, wenn du kämpfen willst und du haust alles am Anfang rein, bababababam. Und dann hast du am Ende so eine scheiß Videosequenz, die dann einfach alles versaut. Das ist scheiße, das macht keinen Spaß. Und Rabe, danke schön für die Babys! Du wurdest von einem kleinen Käfer besiegt. Ja, eindeutig. Eindeutig. Der Weg zum Hintern. Obwohl die eigentlich echt cool aussahen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das sind halt immer so Sachen, die stören mich in dem Spiel extremst. So, mein Freund. Und das auch. Guck mal, ich muss die anvisieren, damit ich das auswählen kann. Jetzt ist das wieder Videosequenz, die ganzen Affen verschwinden. Der eigentliche Boss danach ist der Darmverschluss. Die Darmbakterien. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Alien, oder? Ich habe übrigens letztens so ein TikTok gesehen, wo die Leute auch gesagt haben, dass Alien Isolation mit die geilste Boss-KI hat. Weil du einfach... Weil du ja einfach den... dieses Alien hast. Was dich ja auch hören kann und sowas alles. Von hinten jetzt. Ach, Chris ist nach Hause gekommen. Isolation war echt geil, aber ich fand es echt schade, dass es mehr oder weniger nur ein Hide-and-Seek-Game war. Ich habe es gar nicht gespielt. Ich bin auch froh, dass ich das nicht gedaddelt habe, weil ich glaube, das ist nicht so geil, wenn du halt immer darauf achten musst, die ganze Zeit leise zu sein, weil das Alien dich hören kann und so. Hallo, Rabe? Entschuldigen Sie mal bitte und hallo, Chris. Achso. Hallo. Achso. Ah, okay. Ab wann macht er diese andere Phase? Ah, ab hier, okay. Nackter Mitbewohner. Aber ich bin auch ganz ehrlich, Leute, ich wusste danach jetzt nicht, wo es danach weitergeht.
Das war strategisch besser, dass wir die Affen erst genutzt haben in der zweiten Phase. Das war strategisch tatsächlich besser. Kotzt er uns jetzt aus? Oh! Oh nein! Oh Gott, Taktik! Ich hab den Pups geskippt! Ich wollte die Videosequenz angucken. Gleich! Taktik gleich! Ich mach das nochmal! Oh, Scheiße! Ey, nicht in Videosequenzen, Leute! My belly's not too vile, is it? I'm not a meat eater after all. I hope it didn't repulse you. Well, you fetched it. Ich kann hier gar nicht raufklicken. Bad, eh? Now that Wukong's armor set is complete, we should go to Water Curtain Cave. Mein Stream ist aber noch da, oder? Come with me. Wow, meine Seite funktioniert nicht mehr. Nee, aber ich wollte gerade den Sticker nochmal laufen lassen, aber das hat nicht geklappt. Und dann hat sich meine Seite aufgehangen. Sie hat mich um den Furz betrogen, es tut mir leid. Aber jetzt haben wir wenigstens die Armschienen. Ja, ich wollte mich aus der Videosequenz ausblenden und da sind auch die Fürze halt mit drinne. Es tut mir leid. Ich habe einen guten Anwalt, der kümmert sich darum. Um Schmerzensgeld. Oh no. Please don't. Es tut mir leid. I'm totally sorry. Okay, wir können ja mal alle Sachen anziehen, die wir jetzt bekommen haben. Ist das jetzt aber? Tut's mir gar nicht. Nee, eigentlich tut's mir nicht leid. Weil ich mag das immer nicht, wenn in Videosequenzen so eine Sachen gemacht werden. Aber das wisst ihr eigentlich. Aber es war wirklich unabsichtlich, wirklich. Ich hab mich so gefreut, so, jetzt kommt der Furz. Und dann blende ich mich weg und denk so, oh Scheiße. Das war ja da mit drin. Ist das jetzt hier die gesamte Rüstung? Aber mir fehlt noch der Stab, oder was? Wie komme ich denn an den Stab? Chrissy, hast du die Sachen eingekauft? Pizza. Hast du eingekauft? Okay, dann essen wir gleich, ja? Hey, hier nicht irgendwelche Hammer hier lostreten. Dankeschön, Leute, für die Biddies. Was ist das eigentlich für eine Sticker-Geschichte? Kennst du die nicht, Rabe? Du kannst, wenn du auf meinen Stream raufklickst, kannst du ja auch auf das Sound... Also du nutzt ja diese Sound-Alerts. Und... Und darunter sind Sticker. Und wenn hier dieses Sticker-Goal voll ist, hier unten, also nach 337 Bits, dann gibt's eine kostenlose Sticker-Party für alle Leute im Chat. So diese Kugelaugendinger oder was das sind aus dem Level? Die Kugelaugendinger? Was für Kugelaugendinger? Das kannte ich noch nicht. Ich finde Sticker übelst witzig. Ich hatte die erst auf meinem Shooter-Efi-Kanal. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal gehabt, wo ich halt Shooter gestreamt habe. Und da hatte ich die Sticker benutzt, damit die Leute halt zwischendurch so Sticker reinwerfen können. GGs oder sowas. Und dadurch, dass ich ja da selten bis gar nicht mehr streame, dachte ich, ey komm, ich implementiere das hier in meinen Stream. Die braucht man für einen Boss. Welche... We're going to Candy Mountain. It'll be an adventure. Das ist so verrückt. Diese Kugelaugendinger. Das sind aus den Leveln. Welche meinst du genau? Welche Kugelaugendinger? Die hier? Die habe ich noch, ja. Die Skanda. Meinst du die? Die habe ich. Da habe ich mich tatsächlich vorhin noch gefragt, was ich damit machen soll. Aber die Frage ist... Da fehlt, glaube ich, noch was.
Ich weiß allgemein nicht, wo ich noch hin soll. Genau. Hä? Wo geht's lang? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Die braucht man dann, um den Boss zu rufen. Aber wenn mir jetzt noch eine fehlt, habe ich ja gar keinen Plan, wo ich die jetzt noch herbekommen soll. Ich muss jetzt hier alles mal durchtesten. Oh Gott, Leute. Übertreibt bitte nicht. Wie gesagt, bei 37, wenn jetzt noch 37 Bits reinkommen, dann müsst ihr alle an der Sticker-Party teilnehmen, Leute. Da sind die Sticker für euch kostenlos. Da müsst ihr keine Biddies bezahlen. Da könnt ihr kostenlos Sticker in den Chat hauen. Sticker in den Chat. Wie jetzt zum Beispiel. Sticker in den Chat. Alle Sticker sind kostenlos. Sticker in den Chat. Dafür müsst ihr einfach über den Stream rüberhoffeln, schoffeln. Und dann könnt ihr hier überall Sticker platzieren. Sticker in den Chat. Sticker in den Chat. Alle Sticker. Oh Gott, sind da viele Hunde. Sticker in den Chat. Kostenlos. Sticker. Danke für das Goal. 1337 haben wir geschafft. Sticker in den Chat. Sticker in den Chat. Sticker, Sticker in den Chat. Sticker in den Chat. Sticker in den Chat. Oh Gott, sind da viele. Sticker in den Chat. Ihr Verrückten hier. Vielen lieben Dank fürs Erreichen des Sticker Goals. Sticker in the Chat. Sticker in the Chat. Die sind kostenlos. Sticker in den Chat. Okay, die Frage ist, war ich hier schon gewesen? Weil hier ist auch so ein komischer roter Baum. Sieht auch so verdächtig aus. Kann ich mal deine Skanda-Dinger sehen? Aber natürlich. Leute, vielen lieben Dank für die Sticker. Dankeschön Taktik, Dankeschön Rabe. Vielen lieben Dank euch für den Support. Und natürlich an all die Leute, die hier kostenlos gerade auch Sticker reingepackt haben. Also, ich habe als wichtige Gegenstände Skanda der Geistesformation. Ich habe Skanda der Wahrnehmung, ich habe Skanda des Gefühls und Skanda der Körperlichkeit. Jetzt nicht mehr aus. Dankeschön, ihr Lieben. Oh Gott, da ist ein Riesenfurz, der klebt einfach noch auf meinem... Gott sei Dank. Gibt es dann 5 oder was? Ich habe nur 4. Aber ich wüsste jetzt auch nicht... Also nur bei diesem Drachentempel vielleicht, ja, bei dem Wasserfall. Ich glaube, der aus dem 4. Kapitel fehlt. Oh! Aus dem 4. Kapitel? Aber das 4. Kapitel? Was war denn nochmal das 4. Kapitel? Aber Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen... Dankeschön, Rabe. Dankeschön, Taktik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich dann, glaube ich, heute Schluss machen und würde mir zu morgen Gedanken machen. Also, Gedanken machen heißt, ich würde im Internet nachgucken, wo man diese ganzen Skadu-Dinger findet. Und dann würde ich da, glaube ich, morgen weitermachen. Und dann schaffen wir es vielleicht morgen, dass wir eventuell morgen noch weitermachen dann mit Black Myth Wukong. I see you, I feel you, na 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 na. Oh. Alter, ohne Scheiß, genauso würde ich auch Flöte spielen. Gedanken zum Donnerstag. Die reiche Evi wird immer reicher. Ja, ich schwimme bald in Twitch-Moneten. Nee, um Gottes Willen. Also wirklich vielen lieben Dank für den Support, ihr Lieben. Ihr crasht hier immer so ein bisschen meine Aufnahme jetzt mit den Sachen. Aber ihr dürft auch zwischendurch gerne mal ein bisschen eskalieren. Es sei euch gegönnt. Okay, also hier ist ein Spot, wo ich noch nichts machen kann. Und das 4. Kapitel...
Okay, das kenne ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt auch neu. Ah, das ist der Stab. Ich war schon hier, aber da ist nichts passiert, außer dass ich die Schrift... Aber vielleicht musste ich eine bestimmte Art von Bossen töten. Weil ich war hier schon gewesen. Leute, danke schön für die Baddies. Where do you come from, outsider? Ah, man brauchte alle Rüstungsteile. All monkeys are of similar face and shape. Your face speaks of a different breed, and an ugly one. You must be a Yaogwai from another land. Was war das jetzt gerade für eine Anspielung? I've never ventured here since that journey. Nothing's changed after so many years. Ach, der hat ihn nachgemacht. Ach, das ist der Thron von Wukong. He said this and told me to kneel. Right here on this seat. Ah, here it is. I knew it. Wukong is tight-fisted. Even Guan Yin agrees so. He kept it here so it could be passed down to another one of his kind. Now it's time for you to try it, kid. Das ist aber ein sehr großer Stab, Leute. Da werden wir wohl nicht mehr das Pech haben und sagen, oh, mein Stab ist zu kurz. Nee, der schrumpft ja leider schon. Krass. Also habe ich doch von Anfang an gesagt, der Weg ist das Ziel und wir werden wahrscheinlich selber Wukong werden. Wir werden wahrscheinlich selber Wukong werden. Und der neue sein. Ich frage mich aber trotzdem, was das mit dem Kokon auf sich hat. Wer ist denn im Kokon drin? Ich meine, letzten Endes hat das Wukong auch nichts gebracht, weil er trotzdem gestorben ist, ne? Ich krieg ihn nicht raus! Oh doch, 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 jetzt! Oh, mit ganz viel Schmackes. Ist ein bisschen wie Arthur, ne? Ritter der Tafelrunde. Wer das Schwert da aus dem Stein zieht. Oh, krass, wir haben es geschafft. Ja, war abzusehen, oder? Und da geht's wahrscheinlich dann weiter, Leute. Once you have this, there's no turning back. Ich dachte, das klappt nicht und das Spiel endet hier. Ja. So habe ich das gedacht. Hätte sein können, dass wir noch was machen müssen, dass wir den noch nicht rausziehen können. Guck mal, bei Lies of P gibt es ja auch so ein Geheimnis, dass man immer wieder kommen muss. Jetzt fehlt nur noch der Big Big Boss. Jingubang. Dieses Stück Eisen. Ein kleiner Streich ist tödlich. Ein bloßes Antippen der Untergang. Die geringste Berührung reißt die Haut auf und ein kleiner Klaps lähmt die Muskeln. Ähnlich wie bei Chris seinem Penis. Oha! Nein, natürlich nicht. Spaß, 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 Spaß. Bitte was? Spaß, Leute, Spaß. Es ist noch viel schlimmer. Okay, aber jetzt ist halt die Frage... Uns fehlt ja theoretisch noch ein anderer Boss, der optional ist.
Da ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier ausmache, speichert der wahrscheinlich nicht. Ich muss los. Ciao, Jinx. ich würde wirklich zu morgen gucken, wo ich diese Dinger herbekomme. Die hier. Die da. Die Skanda. Und dann habe ich noch eine Frage. Speichert er nicht überall? Nee, der speichert nur, wenn oben diese Nadel kam. Und ich weiß gerade nicht, oder dieses Haar, ich weiß gerade nicht, ob der eben gespeichert hat. Wenn mir da theoretisch wirklich noch jemand fehlt und ich da diesen optionalen Boss noch holen muss, will ich auf jeden Fall. Dann ist halt auch noch die Frage wegen diesem Secret-Secret-Secret-Bereich. Muss ich das machen, bevor ich den Endboss gemacht habe? Oder kann ich das theoretisch auch danach machen, darf dann aber nicht ins NG Plus gehen? Oder endet die Story mit Endboss-Fight? Das ist halt eine wichtige Frage. Weil nicht, dass mir das dann fehlt, obwohl ich das entdeckt habe und theoretisch da hätte was machen können. Spaß? Kein Spaß. Spaß? Kein Spaß. Das ist jetzt halt die Frage, die ich mir stelle. Da ich genau vor den stehe, weiß ich das leider nicht. Ah, du bist also auch noch nicht komplett durch. Weil theoretisch ist es, glaube ich, immer sinnvoller, Secret Areas und DLC-Sachen vor dem Endboss zu machen. Weil du danach nicht wieder zurückkommst. Soweit ich weiß, muss man den vor dem Endboss machen. Shit, Hallöchen, Devil's Army. Ich hab's mir beinahe gedacht. Weil sonst ist, glaube ich, aus die Maus. Hallo? Hallo? Also können... Ach, aber wenn es eh optional ist, dann ist halt die Frage, ob ich den eh machen muss. Ist das hier eigentlich schwerer als Elden Ring? Hallöchen, Papa Krabbe. Also in Elden Ring hast du halt mehr Möglichkeiten, irgendwo rumzulaufen, ne? Das ist halt hier ein bisschen anders. Es ist halt sehr vorgeschrieben, wo du lang gehen musst. Du bist raus, Evi. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Klippen. Jonathan, Taktik, vielen Dank. Auch für Secret Ending muss man den machen. Es gibt ein Secret Ending. Also gibt es doch mehrere Enden. Weil jetzt vor kurzem hatte ich halt gefragt gehabt und da, hieß es jein. Aber sag mal, Devil's Army, weißt du, was hier drinnen los ist? Bei diesem, einen Bereich hier? Weil ich habe da gekämpft und da gab's nichts außer eine Tür. Und da kam ich nicht durch. Ich kenne die Enden ja noch nicht, aber es hieß, es Secret soll deutlich besser sein. Okay. Chris lacht ganz komisch drin. Eine Tür? Ja, kann ich dir zeigen. Ich habe hier unten, also ich will jetzt nicht spoilern. Falls ihr das jetzt nicht kennt, Augen zu. Ich habe hier unten in dem Feuerbereich, in dem fünften Kapitel, in dem wir ja jetzt gerade waren. Haben wir heute das sechste Kapitel auch schon gemacht? Also wir sind ja gerade im fünften Kapitel. Und ich habe hier unten, ist das alles gemacht? Okay. Ich habe hier unten gegen dieses Pferd gekämpft. Bestie, keine Ahnung. Dieses Monster. Und dann wird man ja zurückteleportiert. Zu diesem Stab. Und ich bin hier nochmal reingegangen. Und ich bin hier durchgelaufen. Durch diese Tür. Für also dieses Pferd des Ziegenbocks. Und dann bin ich hier langgegangen. Fuck, ich habe meinen Umhang nicht an. Und bin hier weitergelaufen und habe hier so ein bisschen rumgeguckt und getan und gemacht und meint dann so, oh krass, hier vorne kommt bestimmt gleich die nächste Boss-Arena. Aber da kam nichts. Und dann bin ich weitergelaufen und hier kam immer noch nichts. Und dann bin ich immer noch weitergelaufen und hier kam immer noch nichts. Und ich bin weitergelaufen. Und immer weiter. Und dann kam ich an einen Spot und da ging es nicht weiter. Und jetzt bin ich verwirrt. Die Sonne ist untergegangen, ich sehe nichts mehr.
Und jetzt ist halt schon die Überlegung, ob das eventuell DLC-Gebiet ist. Scheiße. Bilbo. Ah, Leute, ich muss gleich ausmachen. Weil hier geht's nicht weiter. Es ist einfach Dead End. Und es kommt kein Boss oder so. Oder ist das eventuell fürs Secret Ending dann wichtig? Keine Ahnung. Und ansonsten fehlt mir jetzt anscheinend noch irgendein Item. Aus dem vierten Kapitel. Das muss ja da irgendwo bei den Spinnen dann sein, oder? Ist das nicht das vierte Kapitel? Oder eine Questreihe. Aber Quests habe ich eigentlich alles gemacht. Aber es scheint auch nicht platinrelevant zu sein. Weil ich habe einen Zuschauer im Chat, der hat schon dreimal durchgespielt und hat platiniert und der war hier noch nie. Also, es ist wirklich strange. Sehr strange. Aber Leute, ich mache hier Schluss. Ich informiere mich, was wir da machen müssen für diese Sachen da noch. Ich will nämlich gerne diesen optionalen Boss haben. Und dann werden wir uns da morgen nochmal reinstürzen. Eventuell nochmal versuchen, diesen Secret-Secret-Secret-Boss zu machen. Und wenn das nicht klappen wird, dann skippe ich den. Dann scheiße ich auf das Secret-Ende. Ganz ehrlich. Da scheiße ich dann drauf. Aber richtig dolle. Glaube ich, oder? Scheiße ich da drauf dann? Dann wünsche ich mir einen schönen Abend. Weißt du aber, wo der geheime Boss ist im Eisgebiet? Ja? Also, jetzt ja. Den Secret-Secret-Boss meine ich. Aber mir fehlt ja noch ein anderer. Am Morgen bitte an den Streamtitel halten. Ja, mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Auf Once Human. Ja, also den habe ich hier gefunden. Ganz alleine natürlich. Aber mir fehlt hier noch was. Hier. Diese Skanda-Sachen. Da fehlt mir anscheinend noch einer, um irgendwas zu machen, was Godan meint. Spiel eine Minute Once Human, dann ist es doch keine Lüge. Nee, so mache ich das nicht. Ich guck mal. Guck mal, wie wir das morgen. Ich mache das abhängig davon, wie wir morgen bei Black Myth Wukong durchkommen. Wenn wir recht zügig durchkommen und gut die Bosskämpfe machen, spielen wir safe Once Human. Wenn ich abgeschissen werde, dann spiele ich auch Once Human. Und Taktik, Dankeschön für die Bitte! Ja, also Leute, Hallöchen Potato Man! Ich wollte gerade Schluss machen. Waren es vier? Ich weiß nicht, ob es vier waren. Also ich habe ja vier. 1, 2, 3, 4. Aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch in dem anderen Gebiet diesen einen Secret Boss rufen soll. Oder weißt du das? Oder Godan, weißt du das noch? Ich habe hier echt alles angeguckt, glaube ich. In Kapitel 6. Ja, ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht wo. Oder wo man den dann beschwören kann. Ich weiß auch nicht, was da rauskommt. Jesus Christ. Godan, wusstest du das sonst, wo wir hingehen müssen? Für den... Aber du hast ja gesagt, ich habe noch nicht alle von diesen Skanda-Dingern. Muss mit der Wolke hinfliegen. Und wo? Welche Richtung? Weil den würde ich mir schon gerne noch angucken. Aber nicht machen. Das hab ich... Wenn alle fünf zum Wasserfall. Hä? Aber wir waren doch eben gerade beim Wasserfall. Dadurch eine Felsspalte.
Der Steingolem weiß ich noch, ja. Also es gab ja zwei. Also meinst du den leuchtenden hier? Aber hier ist kein Wasserfall. Aber wenn Godan sagt, ich brauche 5 Stück, ich habe halt echt nur 4. Hier war ich auch schon gewesen. Genau da habt ihr gerade geschrieben. Aber ihr meint jetzt nicht hier das, oder? Weil hier war ich. Durchfliegen. Am Ende ist der Boss. Aber hier war ich schon. Oder? Ah, vielleicht war ich hier doch noch nicht. Hey, wait a minute. Ich bin da lang, aber dann bin ich, glaube ich, nach oben geflogen, anstatt hier weiter zu fliegen, oder? Also, ich glaube, das wollen wir alle nicht sehen, oder? Ach, den letzten kriegt man dann vom Boss. Aber dann ist das nicht der Secret Boss. Und, dann muss ich den ganzen Weg da wieder hinfliegen? Das ist der Secret. Da hast du doch alle. Nee, 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 ich habe nichts anvisiert. Hör auf, irgendeine Scheiße anzuvisieren, obwohl ich nichts anvisiert habe. Lügenbaron. Okay, hat der irgendeine Schwachstelle? Alter, das erinnert mich so an das Monument. Habe ich mir so gedacht. Der ist einfach wie das Monument von Elden Ring. Was sind das da für komische? Dreht er sich? Kann ich nicht an seinen... Ich muss an die Arme schlagen. Der ist ziemlich einfach. Ja. Sehe ich auch so. Theoretisch muss man ja nur die blauen Dinger treffen. Die immer weiter weggehen von mir. Ich habe Damage gemacht. Also ich habe hier definitiv ein Problem mit der Kamera. Ich habe hier safe ein Problem mit der Kamera. Der Secret Boss, den du gefunden hast beim Eisgebiet. Ich bin nicht um den rumgelaufen. Ja, ich dachte, ich könnte hinter den. So, wisst ihr, dass ich hinter den rankomme? Und von hinten dann auf seinen Rücken schlagen kann. Das dachte ich. Aber ich muss mir den ja auch erstmal angucken. Okay, Leute, da machen wir morgen dann weiter. Auf den habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock. Das ist ein Secret Boss, aber nicht der fürs Secret Ende. Ja, ja, das verstehe ich. Der Secret Boss
fürs Secret Ende ist der im Schneegebiet. Was ja auch Sinn macht, weil der richtige Hurensohn ist hier in dem Spiel. So, ihr Lieben, wir machen da morgen weiter und je nachdem, wie es läuft, wird es morgen ein bisschen Once Human geben. Tut mir leid für die Leute, die heute wegen Once Human da waren, aber ich habe einfach einen guten Run gehabt heute bei Black Myth Wukong und ich will es ja auch endlich zu Ende bringen. Darum habt Nachsicht mit mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschauen würdet.